Gestern Abend startete die Star Wars Celebration mit einem Panel zu Star Wars Episode 9. Und wie zu erwarten war, wurde da auch endlich ein erster Teaser-Trailer zum Film veröffentlicht. Heute in diesem Video werden wir den Trailer mal Stück für Stück auseinandernehmen und analysieren und ich werde euch natürlich auch noch sagen, wie ich selber den Teaser-Trailer finde. Ich hatte diesen Teaser ja gestern Abend mit euch schon im Stream zusammen angeschaut und analysiert. Und das gleiche werde ich auch höchstwahrscheinlich heute Abend mit dem Spiel Jedi Fallen Order und morgen Abend mit The Mandalorian machen. Seid also heute und morgen Abend auf der Ausschau nach den Streams. Ich werde euch aber natürlich auch auf dem Community-Tab und in Discord auf dem Laufenden halten. Aber jetzt zur Analyse des Trailers. Der Trailer beginnt mit Rey in einer großen Sandwüste. Aus dem Off hört man die Stimme Lukes. We've passed on all we know. 1000 generations live in you now. But this is your fight. Zu Deutsch also circa, wir haben alles weitergegeben, was wir wissen. 1000 Generationen leben nun in dir, aber dies ist dein Kampf. Dabei ist die Frage für mich, wer ist wir und an wen ist das gerichtet? Da wir hier Rey sehen, denke ich, wird es an Rey gerichtet sein. Wer ist dann aber wir? Luke und Yoda? Oder spricht da Luke für eine Gruppe von Machtgeistern vielleicht? Oder ist es vielleicht doch aus einem Flashback an Ben Solo? Und Luke spricht hier von wir im Sinne von ihm und anderen Jedi-Meistern. Das wissen wir leider nicht. Wäre aber alles auf jeden Fall möglich. Dann geht es damit weiter, dass etwas aus der Ferne auf Rey zufliegt. Wir bekommen zu sehen, dass es ein TIE ist. Der sieht definitiv ähnlich aus wie der TIE Silencer Kylo Rens aus Episode 8. Das Cockpit ist hier allerdings anders geformt. Eher so wie das Cockpit der alten TIEs. Doch die Flügel sind die gleichen wie die des Silencers. Hier muss man auch beachten, dass der TIE schwarz mit roten Akzenten ist. In Legends wäre das eine eindeutige Andeutung auf die legendäre 181. TIE-Jägerstaffel. Im Kanon wissen wir aber noch nicht, was das bedeutet. Rey wartet auf den TIE, fängt an vor ihm wegzulaufen und macht dann einen Rückwärtssalto über den Sternjäger. Das Ganze kommt mir hier suspekt vor. Warum feuert der TIE nicht auf Rey? Und warum bleibt Rey erst eine lange Zeit stehen? Gestern Abend, als ich mir den Trailer mit euch im Stream angesehen habe, fand ich auch, dass man hier in der Einstellung grünes Gras und Büsche sehen konnte. Das war für mich ein gutes Anzeichen dafür, dass das Ganze nur eine Vision Rays oder eine Simulation ist. Da vorher da nur Wüste war und jetzt hinter Rey auf einmal grünes Gras wächst. Doch jetzt schneide ich dieses Video an einem anderen Bildschirm und hier sieht das Ganze für mich nur nach Schatten der Büsche da aus, die im Sand stehen, ohne Gras. Was sagt ihr? Ist da Gras oder hatte ich einen Knick in der Optik? Interessant ist hier auch Reys Lichtschwert. Es sieht dem Lichtschwert Anakins, welches sie ja in Episode 7 und 8 nutzte, sehr ähnlich. Dieses war ja aber auf der Supremacy in zwei Teile geteilt worden. Dieses neue Lichtschwert unterscheidet sich aber durch einen braunen Streifen in der Mitte. Hat Rey hier die Teile des alten Laserschwerts wiederbekommen und das gepflegt? Oder hat sie ein neues gebaut und es ähnlich wie das von Anakin aussehen lassen? Was meint ihr? Nach Reys Sprung über den TIE öffnen sich die Wolken und wir sehen ein Raumschiff auf eine hügelige Stadt zu fliegen. Hier kann ich, um ehrlich zu sein, nicht viel erkennen. Einige von euch im Stream haben gesagt, das könnte ein U-Wing sein, doch das sehe ich hier nicht unbedingt. Die Musik, die hier ansetzt, ist übrigens eine Abwandlung von Leias Thema aus Episode 4. Das zeigt uns also, dass der Film, trotz Carrie Fishers Tod, wirklich noch einen Fokus auf Leia haben wird. Als nächstes kommt eine Einstellung von Kylo Ren, wie er eine Gestalt in voller Uniform mit seinem Lichtschwert angreift und umwirft. Diese Gestalt könnte ein Ritter von Ren sein. Zumindest sieht dessen Rüstung so aus wie die der Ritter von Ren, die wir in der Vision aus Episode 7 gesehen haben. Doch warum sollte Kylo dann hier einen Ritter von Ren angreifen, wenn er selber zu denen gehört? Interessant ist hier auch der Hintergrund. Das Ganze findet in einem bewaldeten Gebiet statt und der Rest des Himmels ist in Rot getaucht. Das Ganze erinnert mich, um ehrlich zu sein, ein wenig an die Oberfläche der Starkiller-Basis. Denn bei ihrem Schuss färbte sich ihre Oberfläche auch rot, dank der Reflexion des Schusses. Das könnte also eine Rückblende zur Starkiller-Basis sein, eine neue Starkiller-Basis oder einfach nur Zufall. Was sagt ihr? Im nächsten Shot wird Kylos zerschmetterter Helm wieder zusammengeschweißt. Ob von Kylo oder jemand anderem oder ob auch Kylo den Helm danach wieder wirklich trägt, ist unklar. Dann sehen wir die ersten Bilder von Poe und Finn auf einem dunkelbraunen Felsen. Dabei nutzt Finn den Stab, den Rey in Episode 7 auf Jakku das erste Mal einsetzte.
Die nächsten beiden Einstellungen zeigen uns jeweils zwei Freunde. BB-8 mit einem neuen Droiden und danach für mich viel interessanter Chewbacca und Lando im Cockpit des Falkens. Lando scheint dabei einen großen Spaß zu haben, wieder im Falken zu fliegen. Viel mehr kann man hierüber aber auch nicht sagen. Dann kommt wieder eine kurze Sequenz auf einem Wüstenplaneten. Hier fliegen Poe, Finn und C-3PO auf einer kleinen Segelbarke. Dabei werden sie von einem Speeder und zwei Jettruplern der ersten Ordnung verfolgt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal über diesen Planeten zu sprechen. Könnte das Tatooine sein? Sowohl das am Anfang mit Rey wie auch der Planet, auf dem Poe und Finn hier sind? Der Heimatplanet Lukes, da ja Luke auch am Anfang zu hören war? Diese kleine Segelbarke, auf der Poe und Finn fliegen, erinnert ja auch ein wenig an die Schiffe, die Jabba the Hutt genutzt hatte. Möglich für diesen Planeten wäre aber auch Geonosis, was zu dem dunklen Felsen passen würde, auf dem Poe und Finn da stehen. Aber ansonsten gäbe es auch noch Jakku oder Jedha, die wir kennen. Zu diesem Zeitpunkt ist das aber leider auch noch unmöglich zu wissen. Das, was wir hier nachzusehen bekommen, ist für mich aber fast sogar das Interessanteste am ganzen Teaser. Hier sehen wir einen getroffenen A-Wing an etwas vorbeifliegen. Doch an was? Das hier hinten ist meiner Meinung nach ziemlich eindeutig. Das hier sieht nach dem Turm eines imperialen Sternzerstörers aus. Und das hier nach einer Schildkuppel eines Sternzerstörers. Doch was das Schiff wirklich verrät, ist das hier. Denn das ist eine Traktorstrahl-Zielvorrichtung, die nur bei Sternzerstörern der Imperium 1-Klasse verbaut wurde. Die Sternzerstörer der Imperiums 2-Klasse, die das Imperium hauptsächlich bei der Schlacht von Endor nutzte, hatten diese schon nicht mehr. Das heißt, entweder wird hier in Episode 9 ein sehr altes Schiff benutzt, oder das Ganze stammt aus einem Flashback. Vielleicht ist es ja auch der Widerstand oder die Neue Republik, die nur noch einen alten Sternzerstörer des Imperiums gefunden haben, um gegen die Erste Ordnung kämpfen zu können. Was mich allerdings etwas verwirrt, ist das, was wir ungefähr eine Viertelsekunde später sehen, als der A-Wing an dem Schiff vorbeifliegt. Leider sehen wir das nur noch mitten im Schnitt, was es echt schwierig zu interpretieren macht. Denn das hier sieht nach einem offenen Hangar eines Venator-Sternzerstörers der Republik aus. Hier sehen wir auch die rote Farbe, die bei den Hangartoren dieser Schiffe in der Republik oft verwendet wurden. Somit haben wir hier, denke ich, drei Möglichkeiten. Entweder das Schiff ist ein Sternzerstörer der Imperiums 1-Klasse, der teilweise rot angemalt wurde. Hat das dann vielleicht auch was mit dem TIE Silencer vom Anfang mit den roten Akzenten zu tun? Die zweite Möglichkeit wäre, dass das durch den Schnitt komisch aussieht und hier ein Venator quasi vor einem Sternzerstörer fliegt und wir hier einfach beide Schiffe sehen. Die dritte und meiner Meinung nach unwahrscheinlichste Möglichkeit wäre, dass das hier ein neues Schiff, eine Mischung aus einem Imperium 1 und einem Venator-Sternzerstörer ist. Aber da würde sich mir dann die Frage stellen, wofür dann das veraltete Traktorstrahl-Zielsystem, wenn das ein Schiff ist, was neu hergestellt wurde? Dieses Schiff oder diese Schiffe gehen dann über zu einer Medaille, die uns gezeigt wird. Und zwar genau die Medaille, die Han und Luke am Ende von Episode 4 von der Allianz überreicht bekommen haben. Dabei scheinen es eher ältere Finger zu sein, die diese Medaille halten. Also ist es vermutlich Leia, die hier diese Medaille hält. Heißt das, dass sie hier die alte Medaille ihres Mannes in den Händen hält? Dann kommen Rey und Leia, die einander umarmen. Doch auch hier kann ich nichts Großartiges zum Analysieren finden. Währenddessen hören wir wieder die Stimme Lukes, die sagt: "You'll always be with you. No one's ever really gone." Zu Deutsch also: Du wirst immer mit dir sein. Niemand ist jemals wirklich weg. Wobei ich es hier schwierig finde rauszuhören, ob Luke "you'll" oder "he'll" sagt. Also du wirst immer bei dir sein oder er wird immer bei dir sein. Bei dem letzten Satz sehen wir Finn, Poe, Rey, C-3PO, BB-8, den neuen Droiden und Chewbacca, wie sie die Überreste eines der Todessterne auf einem Planeten begutachten. Der Bildschirm wird schwarz und wir hören ein Gelächter, welches nur von Palpatine selbst kommen kann. Okay, da haben wir einiges aufzudröseln. Ist das der erste oder der zweite Todesstern? Für mich sieht es eher nach dem ersten Todesstern aus. Wobei das hier rechts auch nicht ein Bruch der Hülle sein muss. Es könnte auch ein noch nicht fertiggestelltes Teil des zweiten Todessterns sein, was dann natürlich die Brücke zum Imperator schlagen könnte. Wo ist das? Das kommt drauf an, erster oder zweiter Todesstern. So oder so, beide sind über einem Gasriesen explodiert. Über Yavin und über Endor. Yavin hat 26 Monde und Endor 9. Also könnten diese Überreste auf einem dieser Monde von Yavin oder Endor liegen.
Was bedeuten dann Lukes Worte hier? Will er Rey beruhigen und ihr mitteilen, dass er immer bei ihr sein wird, weil niemand jemals wirklich weg ist und somit auch er nicht? Oder möchte er sie warnen, vor Palpatine zum Beispiel, oder vor Snoke, oder vor beiden? Denn niemand ist wirklich ganz weg, also auch Palpatine und vielleicht auch Snoke nicht. Vielleicht muss Rey hier zum Todesstern, um mehr über Palpatine zu erfahren, oder um Palpatines Klonen, Machtgeist oder was auch immer aufzuhalten. Das eröffnet also eine Menge an Möglichkeiten. Aber das war es auch schon mit meiner Teaser-Trailer-Analyse. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie finde ich den Teaser? Irgendwie gleichzeitig erfrischend und doch nichtssagend. Aber es ist ja auch nur ein erster Teaser. Das, was wir hier gesehen haben, macht mir aber auf jeden Fall Lust auf mehr und ich bin echt gespannt, wie der Film wird. Aber was sagt ihr? Ist euch vielleicht noch was anderes aufgefallen in diesem Trailer? Dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Und schreibt auch gerne rein, wie euch der Teaser-Trailer gefallen hat. Heute gibt es mal keine Frage aus der Community. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum die Eclipse nicht das beste Schiff der Star Wars Galaxis ist, schaut mal hier rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.